9.05 Uhr. Das heißt, dann beginnen wir jetzt sofort mit unserer ersten Referentin. Und das ist Uta Eichborn. Sie unterrichtet seit über 20 Jahren Notebook-Klassen, also über 20 Jahre länger als wahrscheinlich viele andere Lehrkräfte. Sie hat agile Methoden wie Kanban, Scrum und Design Thinking, was ich bislang jetzt nur aus irgendwie der Industrie kenne, auf das Lernen in der Schule übertragen. Und diese Themen hat sie uns heute auch mitgebracht, mit agilen Methoden im Unterricht Zukunftskompetenzen stärken. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Uta Eichborn. Ja, vorstellen brauche ich mich eigentlich nicht mehr. Das haben Sie, Herr Steger, ja schon in Ihrer Begrüßung gemacht. Und ich schieße einfach mal direkt gleich los. Und wenn wir auf dieses Bild hier schauen, dann sehen wir ein Bild, was möglicherweise der ein oder andere hier in der Konferenz ganz gut kennt. Und wenn man das Zitat dazu von Rona van der Zander liest, dann denkt man natürlich manchmal, oh, da knallen jetzt wirklich Welten aufeinander und das passt eigentlich gar nicht zusammen. Tatsächlich ist das mein Klassenraum und in dieser nächsten Dreiviertelstunde ist tatsächlich, obwohl ich so lange in Notebook-Klassen unterrichte und da auch sehr digital unterwegs bin, ja, für jeden was dabei, der auch gar nicht digital unterrichtet. Das heißt, es wird auch um Kompetenzen gehen, die nicht immer nur daran geknüpft sind, ob man ein digitales Endgerät jetzt gerade dabei hat. Und insofern möchte ich schon jedem Mut machen, der sagt, ach, Digitalisierung geht bei mir noch nicht oder läuft noch nicht so gut. Auch mit dem, was jetzt kommt, nämlich mit den agilen Methoden, ist eine Vorbereitung auf die digitale Welt für die Schülerinnen und Schüler wunderbar möglich. Ja, was heißt das? In dem Titel bei mir steht Entwicklung von Zukunftskompetenzen. Und wenn wir über Zukunftskompetenzen reden, dann sind seitdem Andreas Schleicher 2013 auf der Republika die 4K vorgestellt hat. Die kommen nicht von ihm. Das ist eigentlich, kommen die aus den USA. Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität. Das sind die Kompetenzen, von denen immer im Zusammenhang mit Zukunftskompetenzen und der Digitalisierung gesprochen wird. Also darum wird es ganz sicher heute gehen, aber auch um weitere Kompetenzen wie Verantwortungsübernahme, Selbstorganisation, Selbsteinschätzung und so etwas, was vielleicht gar nicht so oft vorkommt, aber eben in den agilen Methoden ganz eng verhaftet ist, die Einführung einer Fehlerkultur und auch Feedbackkultur. Wenn wir jetzt mal eine Kompetenz rausnehmen, damit sind wir alle in den letzten knapp 2 Jahren in Zeiten von Corona konfrontiert worden, der Selbstorganisation. Und ja, wir haben das alle erlebt. Selbstorganisation war das, woran es bei vielen Schülern fehlte. Die erste Corona-Studie, die es gab, von Stefan Huber aus der Dachregion, das sogenannte Schulbarometer. Dort ist schon nach mehreren Monaten die erste Erhebung gewesen. Und da sagte man, also die Schüler, die in der Pandemie Probleme hatten oder eben nicht so gut mitkamen, das waren gar nicht die Schüler, denen ein digitales Endgerät fehlte oder die überhaupt mit der digitalen Technik so, nicht so gut zurechtkamen, sondern es waren in der Regel die Schülerinnen und Schüler, die einen nicht so hohen Grad an Selbstorganisation hatten. Und ja, ich kann das für mich aus meinem Unterricht eigentlich nur bestätigen. Das war tatsächlich so. Und das ist nochmal so eine Bestätigung, dass es wirklich wichtig ist, auch auf diese Kompetenzen zu gucken und nicht nur auf rein digitale Kompetenzen. Wir für uns, der Steger hat es eben angekündigt, sind in die agilen Methoden gegangen, weil ich glaube, dass mit diesen agilen Methoden tatsächlich Zukunftskompetenzen entwickelt werden können. Und Sie haben es eben gehört, agile Methoden ist tatsächlich etwas, was aus dem Unternehmensumfeld kommt. Wir sprechen da von agilen Methoden wie Kanban, Scrum und Design Thinking. Ich werde jetzt auch im Verlaufe der Präsentation auf diese drei Sachen eingehen. Ein bisschen länger werde ich was zu Kanban sagen. Ganz zum Schluss ein bisschen was zu Scrum. Auf Design Thinking werde ich nicht näher eingehen. Tatsächlich
Sie sehen, ich habe hier gerade noch zwei, drei andere Sachen. Mein Bildschirm mal eben klicken. So. Tatsächlich sind das Methoden, die aus dem unternehmerischen Kontext kommen. Aber als Lehrerin am Berufskolleg ist es natürlich für uns nah, in die Berufswelt zu gucken. Und die Berufswelt war ja nun mal oder ist nun mal schon viel, viel weiter als wir in der Schule. Und es macht natürlich Sinn, da einfach mal zu gucken, wie sind die denn mit dem Thema Digitalisierung und Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgegangen. Und am Berufskolleg haben wir einfach engen Kontakt zu dem Unternehmen. Und als ich mich damals auf den Weg gemacht habe und geguckt habe, was machen die denn eigentlich, dann sind mir diese agilen Methoden tatsächlich immer zu begegnet. Und ja, ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, auch mal in diese Unternehmenswelt reinzugucken. Und es hat mich sofort sehr inspiriert und ich habe gedacht, Mensch, das ist es. Wenn man sich dann anguckt, was sind denn agile Methoden eigentlich, dann denkt man, das sei was ganz Neues, vielleicht auch ja, so ein hippes Buzzword. Wenn man aber dann in die Historie reinguckt, dann sieht man ganz schnell, das gibt es schon sehr lange. Also wenn ich gleich von Kanban rede, dann ist das etwas, was im Automobilkonzern Toyota schon im Jahr 1947 erfunden wurde. Und die haben damals versucht, den Produktionsprozess zu verbessern. Sie waren im Wettbewerb mit der amerikanischen Konkurrenz einfach her und es stockte immer im Produktionsablauf. Und da kam es zu dieser Methode Kanban, die ich gleich vorstelle. 1995 ist schon Scrum, das ist, glaube ich, so das bekannteste agile Rahmenwerk erfunden worden, wurde aber erst bekannt 2001, als sich eine Reihe von Softwareentwicklern im Bundesstaat Utah in den USA trafen und das agile Manifest aufgestellt haben, als sie sagten, so können wir eigentlich bei uns in der Softwareentwicklung nicht mehr weiterarbeiten. Ich hole da mal gerade zwei Sätze aus. Es war damals so, dass man gesagt hat, okay, ich bekomme als Softwareunternehmen, ich bekomme einen Auftrag und dann habe ich im Projektmanagement mit Pflichtenheften und Lastenheften gearbeitet und dann habe ich 2 Jahre möglicherweise oder ein paar Monate an diesem Produkt gearbeitet, habe das dem Kunden vorgestellt und der hat gedacht, oh Gott, das ist eigentlich gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil im Laufe der Zeit haben sich die technischen Rahmenbedingungen schon wieder so stark geändert, dass wir schon wieder ganz viele Anforderungen an unser Produkt haben, was wir aber damals gar nicht gesagt haben. Und so haben die sich überlegt, wir müssen eigentlich im Laufe der Produktentwicklung immer wieder prüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Daraus hat sich das agile Manifest, ist daraus entstanden, was ich hier nicht weiter erläutern möchte, aber wer sich mit agilen Methoden beschäftigt, ja, dem empfehle ich da einfach auch mal reinzugucken. So, was ich gerade gesagt habe, agilen Methoden ist immer ein iterativer Prozess inne. Das heißt, man ist auf dem Weg, immer die Sache, an der man gerade arbeitet, zu überprüfen während eines gesamten Prozesses, um ganz, ganz früh im Prozess schon Fehler zu sehen und damit in einen ständigen Verbesserungsprozess auch zu gehen. Und daher kommt auch, das wird vielleicht hier schon deutlich, dieser Begriff der Fehlerkultur, dass man ganz früh auf Fehler aufmerksam wird im Prozess und nicht erst am Ende eines Prozesses. Das heißt, man läuft hier, so wie hier dargestellt, nach dem Verfahren Plan, Do, Check, Act, durch einen Prozess, der sich eben immer wiederholt. So, wie setzen wir das jetzt im Unterricht um? Ich hatte schon eben gesagt, erste Schritte für Sie. Ich gehe jetzt gleich auf Kanban, ich gehe auf ein Daily Stand-up und die Retrospektive ein. Ganz einfach, ein Kanban-Board ist ein Board mit, ja, drei Spalten. In der ersten Spalte sind alle Aufgaben, die zu erledigen sind, zu sehen. In der mittleren Spalte alle Aufgaben, die gerade in Bearbeitung sind, zu sehen. Und in der dritten Spalte alle Aufgaben, die bereits erledigt sind, zu sehen. Und wenn ich jetzt sage zu sehen, dann wird das in der Regel mit Zetteln oder Post-its. Kanban heißt nichts anderes übersetzt als Signalkarte. Ich hatte eben vom Toyota-Konzern gesprochen, ja, mit Signalkarten. Damals gab es natürlich noch keine Post-its gearbeitet. Und so ist es tatsächlich auch heute noch. Das heißt, meine Schülerinnen und Schüler, wenn die in kleinen Projekten arbeiten, arbeiten mit diesem Kanban-Board. Das ist, so wie Ihnen das jetzt auch gegangen ist, ganz, ganz leicht zu verstehen. Und es ist ja sehr klar in der Nutzung. Das führt dazu, dass wir
in so einer Arbeit, in einer Gruppe einen ganz, ganz hohen Grad an Transparenz haben, weil eben ja jeder in der Gruppe immer sieht, was gerade noch zu machen ist, wer gerade an welcher Arbeit sitzt, das heißt, was gerade erledigt wird und auch schon, was schon erledigt ist. Man kommt ins Gespräch miteinander, da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und der Spruch Stop Starting, Start Finishing, das ist ein Spruch damals tatsächlich von Toyota. Und auch der ist Kanban inne. Sie sehen hier Limitierung und Priorisierung. Das heißt, man soll immer gucken, dass man in der mittleren Spalte bei Inbearbeitung auch nicht zu viele Sachen hängen hat. Das heißt, man soll immer eine Sache erst fertig bekommen, bevor man mit einer nächsten startet. Da können sicherlich 2, 3 Sachen in der Mitte hängen, aber eben nicht zu viele. Und das führte damals dazu, dass eben der Produktionsprozess besser durchlaufen konnte. Wenn meine Schülerinnen und Schüler mit so einem Board arbeiten, dann kommunizieren sie. Das ist völlig klar. Sie haben eine Kommunikationsschnittstelle. Ich zeige gleich, wie sie da kommunizieren. Sie nehmen sich einen Zettel vom Board, übernehmen dafür Verantwortung, schreiben ihren Namen darauf und sagen, so, ich mache jetzt die und die Aufgabe, die in der Aufgabenliste steht. Und damit ist im Prinzip schon diese Verantwortungsübernahme klar. Das sind so kleine, erste, agile Elemente, nämlich, dass miteinander gesprochen wird, dass man zum Beispiel jeden Tag an diesem Board steht und guckt, was ist zu erledigen und sich jeden Morgen neu guckt, was ist gerade wichtig, was ist unwichtig und nicht nach einem Plan, den ich schon vor einer Woche oder vielleicht einem Monat gemacht habe, gehe, sondern immer wieder, wenn ich mir eine neue Aufgabe nehme und vielleicht auch neue Aufgaben erzeuge, gucke, was ist gerade das Entscheidende, was erledigt werden muss. Ich möchte mal zeigen, wie das im Unterricht aussehen kann. Hier auf der linken Seite sehen Sie ein größeres Bild. Das ist aus einer Prüfungsvorbereitung entstanden. Das muss also nicht immer ein Projekt sein. Da haben wir die Prüfungsvorbereitung mit einem Kanban-Board abgebildet. Oben rechts sieht man schon ein großes Kanban-Board. Wenn Sie zum Beispiel im Unternehmen mit solchen Kanban-Boards arbeiten, dann sehen Sie manchmal so 10 Meter lange Gänge über Projekte, die über mehrere Jahre gehen. Das ist manchmal ganz faszinierend. Ja, und ganz spannend, unten rechts, das ist das Kanban-Board eines Schülers während der Corona-Zeit, der sich mit dem Kanban-Board selbst organisiert hat, morgens geguckt hat, welche Aufgaben habe ich noch zu erledigen. Da kamen ganz viele Kanäle, über die Aufgaben kamen, E-Mail, Moodle, It's Learning, Schulcloud, was es nicht alles gibt. Die Schulen waren auch noch nicht so fokussiert auf wirklich die einheitliche Nutzung der Lernplattform. Und er hat sich seinen Tag mit diesem Board gestaltet und hatte immer im Blick, morgens zu gucken, was mache ich heute, was ist gerade wichtig und was ist schon erledigt. Und wie die Familie mir berichtet hat, kann dann auch am Ende vielleicht gar keine Diskussion mehr mit Eltern stattfinden, die ganz erstaunt am Ende der Woche sagen, wow, was du alles diese Woche erlebt hast, nicht erlebt hast, Entschuldigung, sondern was du alles diese Woche erledigt hast, klasse. Also man kann auch zeigen, was man geschafft hat und dann spielt auch direkt eine große Wertschätzung der anderen rein, die sehen, was alles erledigt worden ist. Wenn man jetzt meint, das ist so eine Sache, die ist eher mit älteren Schülern machbar, dann hat mir ein Kollege aus dem Grundschulbereich genau dieses Bild geschickt, der das Kanban-Board mit seinen Schülerinnen und Schülern in der Grundschule umgesetzt hat. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Da wurde ein kleines Projekt gemacht mit dem Bau eines Flugzeugs. Die Schüler haben sich mit dem Kanban-Board organisiert und er hat damals berichtet, das hätte wirklich wunderbar geklappt. Also insofern zu dieser Altersfrage, wann kann man denn eigentlich mit so einem Kanban-Board anfangen? Ja, ich würde sagen, so früh wie möglich. Vielleicht sogar schon, auch wenn man noch gar nicht schreiben kann. Die bunten Zettel sind da möglicherweise auch manchmal eine gute Hilfe. Das Ganze ist auch wunderbar digital abbildbar. Also wir haben das auch in der Corona-Zeit digital mit den Schülern abgebildet. CryptPad, www.cryptpad.fr, ist ein französischer Anbieter, ein datensicheres Tool. Und man sieht hier auf dem Bildschirm schon, da erscheint dann
Einmal der Begriff Kanban und dann kommt man auf ein Board, das so aussieht wie dieses, mit dem die Schüler eben auch wunderbar digital solch ein Board, das sie aus dem analogen Unterricht kennen, digital abbilden können. Das muss nicht nur während der Corona-Zeit sein. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen mehrere Schüler, die doch wieder in Quarantäne mussten und dann konnten wir in einem kleinen Projekt wunderbar die Schülerinnen und Schüler in das Projekt mit dem Kanban-Board einbinden. Man kann auf so einem Board auch wunderbar die Zettel, die hier stehen, auch von links nach rechts verschieben. Das ist ganz einfach, ganz niederschwellig zu verstehen. Da kann ich jedem nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Das brauche ich hier am Bildschirm gar nicht zu teilen. CryptPad mit C geschrieben. Ich habe gesehen, im Chat wurde gerade schon noch mal nach der Software gefragt. Das ist über einen Browser, das läuft browserbasiert und ist wirklich intuitiv und leicht zu bedienbar. Wenn man jetzt sagt, okay, so ein Kanban-Board haben wir eingeführt, wir machen das direkt in der ersten Woche im Unterricht, führen wir so ein Board ein und die Schülerinnen und Schüler können damit gut umgehen, dann wäre mein zweites Element, was man dann beginnen kann, im Unterricht einzuführen, um eben die Schülerinnen und Schüler ganz langsam an Agilität heranzuführen, das ist das Daily Stand-Up. Das heißt, wenn wir im Projekt arbeiten, dann treffen die Schülerinnen und Schüler sich jeden Morgen vor ihrem Kanban-Board, was analog an der Wand in der Klasse hängt, oder eben, wie man hier unten auf dem Bild sieht, auch während der Corona-Zeit wäre es dann eine kleine Konferenz, wo das digitale Kanban-Board geöffnet wird. Und dann beantwortet jeder Schüler drei Fragen. Was habe ich in der letzten Stunde gemacht? Was werde ich heute tun und welche Herausforderungen habe ich? Und das ist nicht etwas, was wir uns für Schule ausgedacht haben, sondern was in den Unternehmen, die tatsächlich agil arbeiten, das ist eine Situation aus dem Rahmenwerk Scrum, ein Ereignis, das genau so mit auch genau diesen Fragen auch in der Unternehmenswelt tatsächlich genauso durchgeführt wird. Wenn die Schülerinnen und Schüler dann vor dem Board stehen, und das findet wirklich im Stehen statt, es ist auch sehr entscheidend, dass das im Stehen stattfindet, das dauert ganz kurz, 3 Minuten, man spricht dort von einem sogenannten Timeboxing, dann sind die ganz fokussiert, gerade weil sie stehen. Ich habe eben schon gesagt, es herrscht ein ganz hoher Grad an Transparenz. Jeder kommuniziert mit dem anderen, weil jeder muss ja diese drei Fragen beantworten. Und ich hatte eben schon davon gesprochen, die Schüler nehmen sich dann einen Zettel und sagen, das mache ich heute. Und mit dieser Zettelverschiebung von zum Beispiel aus der Spalte To Do in die Spalte Doing, übernehmen sie Verantwortung für das, wo sie gesagt haben, das ist das, was ich heute erledigen möchte. Das Board bietet natürlich auch einen hohen Grad für die Schüler exemplarisch eine Möglichkeit der Selbstorganisation, vielleicht, wie man es eben gesehen hat bei diesem Bild vom Kinderzimmer, wie sie das auch zu Hause nutzen können. Wenn die Schülerinnen und Schüler in der Gruppe vor dem Board stehen, hat das auch einen ganz hohen Grad an Selbsteinschätzung, weil sie überlegen sich immer wieder, was kann ich, welche Aufgabe, die noch zu erledigen ist, kann ich erledigen, wie organisieren wir uns am besten in der Gruppe, und sie haben immer die ganze Gruppe im Blick. Da kommt diese Selbsteinschätzung, die auch damals von Hattie in der Hattie-Studie als einer der höchsten Grade an Lernen beschrieben wurde. Er sagte, Selbsteinschätzung hat den höchsten Lernfaktor. Auch das wird hiermit wunderbar bedient. Ja, dann arbeiten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Projekt. Und jetzt haben wir schon zwei Elemente, das Kanban-Board und das Daily Stand-Up. Und dann, wenn wir etwas länger dabei sind, führe ich noch eine Retrospektive ein. In der Retrospektive gehen die Schüler nach ihrer Projektarbeit und später auch in kleinen Zyklen während der Projektarbeit in die Metaebene. Die Schüler formulieren ihre Wahrnehmungen über die Arbeitsatmosphäre, die Kommunikation in der Gruppe, die eingesetzten Werkzeuge, Tools, ob die Regeln eingehalten worden sind. Sie reden nicht über das Produkt, das Sie geschaffen haben, vielleicht eine kleine Präsentation oder ein Erklärvideo, was Sie erstellen sollen, sondern Sie gehen ganz bewusst aus dieser Fachebene heraus und schauen nur auf Ihren Prozess als Gruppe.
Das heißt, diese Fehlerkultur, die gleich nochmal etwas deutlicher wird, geht weit über die fachliche Ebene hinaus. Man guckt nicht nur, wie können wir uns in unserer Fachlichkeit, Mathe, Deutsch, Englisch, verbessern, sondern insbesondere, wie können wir uns auch in unserer Teamarbeit, in unserer Zusammenarbeit, in unserem Miteinander verbessern. Wie macht man sowas? Das muss man ganz behutsam angehen, weil die Schülerinnen und Schüler ja nicht immer sofort mit einer Feedback-Kultur vertraut sind. Das heißt, wir gehen erstmal sehr einfache Wege und gehen das sehr spielerisch an. Man sieht hier so Plakate, die wir im Klassenraum dann hängen haben. Das fängt einfach an, nehmen wir uns mal so einen kleinen Ballon hier. Nach einer Gruppenarbeit bekommen alle einen Zettel und dann schreiben alle auf den Zettel, das hat mir Auftrieb gegeben, das hat mich eher heruntergezogen. Und die Schüler bleiben dann zunächst mal, wenn wir zu Anfang so etwas machen, bei sich persönlich, beziehen das auf sich. Und später dann, wenn eine Feedback-Kultur etwas besser etabliert ist, kann man auch Rückmeldungen ganz gut an die Gruppe geben, um zu gucken, wie können wir als Gruppe uns weiterentwickeln. Dieser spielerische Ansatz, den man hier sieht, auch zum Beispiel mit diesem Fußballfeld, wer war denn in unserer Gruppenarbeit der beste Stürmer, wer müsste eigentlich eine rote Karte bekommen, führt dazu, dass die Schüler unheimlich gut ins Gespräch kommen und sich natürlich auch hinter so Begriffen, wer war denn der beste Stürmer oder wer hat einen Elfmeter versenkt, so ein bisschen verstecken können und tatsächlich viel besser in einen kommunikativen Austausch über ihre Gruppenarbeit kommen, als wenn man einfach sagt, ja, komm, jetzt redet mal, wie war es denn in der Gruppe? Dann sagt jeder, ja, war gut, aber wollen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Tatsächlich helfen solche spielerischen Ansätze wirklich wunderbar. Auch das kann man digital abbilden. Das ist ein Bild, was Sie hier sehen, auch aus dem Lockdown. Auch ein Tool, was ich jetzt hier nicht live vorstelle, aber auch ganz niederschwellig bedienbar. Die Schüler müssen sich dabei nicht anmelden. www.webwhiteboard.com ist von Miro. Miro ist aber etwas, wo man sich tatsächlich anmelden muss. Das hier ist für jeden Schüler einfach über einen Link teilbar, auch damit datenschutzrechtlich kein Problem. Und so ein Board wird automatisch nach 24 Stunden gelöscht. Da braucht man also auch keine Sorge zu haben. Und das kann man ganz schnell im Unterricht einsetzen. Dieses Bild mit dem Schiff, das habe ich dann natürlich eingefügt, aber auch da kann man sich einfach über auf der linken Seite an den Bildrand kann man sich so kleine Zettel nehmen. Auch da kann ich jedem nur sagen, einfach mal ausprobieren. Das kriegt man ganz schnell hin und die Schüler kriegen das auch auf jeden Fall ganz schnell hin. Und dann kann man auch digital so eine Retrospektive einführen, auch wenn vielleicht mal ein Schüler zu Hause ist, wie ich es eben schon berichtet habe, oder im Lockdown, wenn alle Schülerinnen und Schüler zu Hause sitzen und an ihren Bildschirmen sitzen, aber trotzdem wir eine Retrospektive durchführen wollen. So, jetzt habe ich im Schnelldurchlauf so erste agile Elemente angesprochen. Also erstmal dieses Kanban-Board, das ist, glaube ich, ganz gut verständlich. Ein Daily Stand-Up, was wir dann einführen, Stichwort, jeder beantwortet drei Fragen. Und jetzt noch als drittes dazu die Retrospektive, wo man eben über die fachliche Ebene hinaus guckt, was können wir eigentlich verbessern. Wenn man sagt, okay, das habe ich schon umgesetzt, das bin schon über die ersten Schritte hinaus, dann kann man auch große Schritte machen. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem Rahmenwerk Scrum. Das Rahmenwerk Scrum und das Bild, was man jetzt hier links oben sieht, das zeige ich gleich nochmal größer, ist ein Vorgehensmodell im Projektmanagement. Im unternehmerischen Bereich wird in ganz, ganz vielen Bereichen mit Scrum gearbeitet. Scrum hat ganz klare Regeln. Es ist ganz, ganz leicht zu verstehen. Es gibt drei Rollen, die diejenigen, die in Scrum mitarbeiten, einnehmen. Es gibt fünf Ereignisse, die im Prozess immer wieder stattfinden und es gibt drei Ergebnisse. Und wenn wir auf dieses Bild hier gucken, dann sehen wir drei Ereignisse, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Und da gehe ich jetzt mal auf das Bild im Größeren. Und dann sehen Sie, da taucht in dieser weiße Kreis, das ist ein Zyklus, in dem wir immer wieder arbeiten. Und dann taucht oben rechts schon das Daily Scrum auf und das Kanban Board sieht man. Das heißt, in dieser Schleife arbeiten die Schülerinnen und Schüler im Projekt. Die beginnen ein Projekt zu planen,
planen. Ich halte das jetzt relativ kurz. Sie sehen das unten in der Mitte. Planen die ein sogenanntes im Sprint Planning, also eine Arbeitseinheit in Scrum heißt Sprint. Und dann planen die diesen Sprint. Und während des Sprints treffen sie sich jeden Morgen zum Daily Scrum, das, was ich eben Daily Stand-up als Daily Stand-up bezeichnet habe, wo jeder die drei Fragen beantwortet. Was habe ich heute vor? Was habe ich gestern gemacht? Welche Herausforderungen habe ich? Ja, und dann arbeiten die eine Woche, eine Stunde, wie auch immer man das einteilt, diesen Sprint. Und dann stellen die ihr Ergebnis, und das ist hier oben dargestellt mit einem kleinen Geschenk, ihr erstes Zwischenergebnis, das, was sie unten beim Sprintplanning geplant haben, wo sie gesagt haben, das schaffen wir im nächsten Sprint, stellen sie ihrem Lehrer, der dann eine Rolle als sogenannter Product Owner, so heißt es im Rahmenwerk Scrum, einnimmt, stellen sie ihm vor. Und dann gibt der Lehrer in dieser, das heißt dann Sprint Review, gibt ihnen eine Rückmeldung und sagt, ja, das ist eine rein fachliche Rückmeldung zum Produkt, sagt, das ist super, das könnt ihr so lassen. Oder vielleicht sagt er auch in, ich möchte bei eurer Präsentation oder bei eurem Erklärfilm, den ich eben genannt habe, da müsst ihr dies oder das, könnt ihr noch verbessern. Dann erzeugt er einen Klebezettel für das Kanban-Board und dann kommt da ein ganz hoher Grad an Verbindlichkeit rein. Das heißt, ich als Lehrer gebe eine Rückmeldung, ich verschriftliche das auch und dann nehmen die das, diese Schleife beginnt ja dann nochmal später von neuem, in den nächsten Sprint mit rein und haben innerhalb ihrer Arbeit innerhalb dieses Projekts wirklich die Möglichkeit, diese Rückmeldung dann auch im Prozess zu verbessern. Hier haben wir diese positive Fehlerkultur, von der wir sprechen. Das heißt, ich arbeite, wie man das hier sieht, mit so kleinen Geschenken immer an den Lehrer und das Ganze wird aber noch gar nicht bewertet. Das heißt, er gibt mir nur eine Rückmeldung, was ich verbessern könnte, und dann verbessere ich das im nächsten Sprint. Ich gehe gleich nochmal auf das Bild zurück. Man sieht hier im Hintergrund eine Lego-Stadt und dann fragt sich der manch einer vielleicht, was soll das denn jetzt? Tatsächlich arbeiten wir, bevor wir mit Scrum arbeiten, mit den Schülern in einem kleinen Lego-Workshop erarbeiten wir diese Elemente von Scrum. Da sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, eine Stadt aus Lego zu bauen und erlernen dann, wie der Scrum-Prozess funktioniert. Das heißt, die lernen die Rollen kennen, die in der Gruppe eingenommen werden und in kleinen drei, insgesamt sind es kleinen Sprints, bauen sie dann diese Stadt und nach jedem Sprint bekommen sie von uns eine Rückmeldung und diese Stadt hat ganz viele Anforderungen, so wie Anforderungen in einer Unterrichtseinheit, wo die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel so ein Erklärvideo erstellen sollen, sagen wir, die Stadt hat ein Straßennetz und Bushaltestellen und da gibt es einen Sportplatz und da gibt es ein Schwimmbad mit drei Sprungtürmen und wir möchten noch einen Friedhof und eine Kirche und einen Supermarkt. Das ist alles genau aufgelistet und dann müssen sie sich eben immer überlegen, was machen wir in der ersten Runde, was machen wir in der zweiten Runde, da kommen diese Faktoren der Selbsteinschätzung hin. Und wenn die das dann können, dann gehen wir eben mit denen auch im Unterricht in diesen Scrum-Prozess. Ich gehe da jetzt nochmal hin zurück. Wenn die mir dann in der Sprint-Review gezeigt haben, ihr Zwischenprodukt gezeigt haben, dann gehen sie für 10 Minuten, Viertelstunde in die Sprint-Retrospektive, die ich gerade gezeigt habe, und gehen eben in die Metaebene und gucken, wie haben wir als Team zusammenarbeit. Ganz bewusst geht es nicht mehr um das Produkt, sondern genau darum, was ich eben gesagt habe. Und wenn sie mit diesen Ergebnissen, mit meiner Rückmeldung zum rein fachlichen Produkt und mit ihren Ergebnissen zu ihrer Teamarbeit dann in die nächste Runde gehen, nämlich in den nächsten Sprint. So ein Projekt läuft in der Regel mit drei Sprints. Dann haben sie nämlich die Möglichkeit, und hier kommt die Fehlerkultur, genau das in der nächsten Runde auch wirklich zu verbessern. Wir kennen das alle. In normalen Projekten in dem Unterricht machen wir das auch gerne mal, dass die Schüler mal sagen, wie lief es denn in der Gruppenarbeit? Aber eigentlich haben sie nie die Chance, das nochmal zu verbessern. Oft auch gar nicht mehr in der Gruppenkonstellation. Und das Wichtige an agilen Methoden ist, dass wir im Prozess auch immer wieder die Möglichkeit haben, uns wirklich zu verbessern an dem, was da gerade läuft.
Und die Schülerinnen und Schüler schätzen das sehr, weil sie werden in diesem Verbesserungsprozess nach dieser Sprint-Review oder Sprint-Retrospektive ja noch gar nicht bewertet. Obwohl ich als Lehrer, das möchte ich an dieser Stelle sagen, auch mit dem Kanban-Board eine wunderbare Bewertungsgrundlage habe. Für mich als Lehrer ist der Gruppenprozess ganz transparent. Für die Schülerinnen und Schüler ist er transparent und noch viel schöner, er ist für die ganze Klasse Transparenz. Oft endet die Transparenz einer Gruppenarbeit ja schon mal ja an der Grenze der Gruppe. Das ist dann so wie so eine kleine einsame Insel, auf der die arbeiten. Und da darf keiner reingucken. Nee, nee, also lassen Sie mal lieber, wir stellen das erst vor, gucken Sie gar nicht, wie wir zusammenarbeiten. Das gibt's in agilen Methoden nicht. Ganz im Gegenteil, die können auch auf die Boards der anderen Schüler in der Klasse gucken und sehen, was machen die denn eigentlich. Dann mal als Beispiel, dann hat die andere Gruppe vielleicht schon eine Präsentation schon vertont und die eine Gruppe sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie man das macht mit dem Ton und dann sehen die das und können auch zur anderen Gruppe sagen und sagt, ihr habt das schon vertont, könnt ihr uns mal zeigen, wie das geht? Also auch da, diese Transparenz hilft im Prinzip, ja, sich auszutauschen und auch tatsächlich voneinander zu lernen. Gehe jetzt nochmal an den Anfang der Präsentation zurück. Dann sehen wir nochmal die drei Methoden, die ich vorgestellt hatte. Kanban, ich glaube, jeder hier sagt jetzt, okay, das kapiere ich so. Drei Spalten, das kriege ich sicherlich auch mal umgesetzt, möglicherweise auch mit meinen Kolleginnen oder Kollegen, vielleicht auch als Transparenz für eine Unterrichtsreihe oder eben für Schüler und Schüler direkt, in einem kleinen Projekt oder möglicherweise auch nur für mich privat zu Hause. In Scrum taucht dieses Board wieder auf. Das Ganze ist aber viel komplexer und umfangreicher. Und in der Kürze der Zeit heute konnte ich das natürlich leider nur anreißen. Aber es geht ja auch darum, so erste Schritte von agilen Methoden kennenzulernen. Und mit dem Daily Stand-up und der Retrospektive hat man schon so erste kleine Elemente von Scrum kennengelernt. Wichtig ist noch, in Scrum gibt es zum Beispiel einen Scrum Master, also eine Rolle, wo jemand ist, der nur darauf achtet, dass alle gut zusammenarbeiten, dass Prozesse eingehalten werden, dass dem Team alle Möglichkeiten gegeben werden, gut zusammenzuarbeiten, so sage ich so ganz simpel mal. Die dritte Methode, das Design Thinking, ist so ein bisschen meine Lieblingsmethode und dazu reicht es heute hier nicht, möglicherweise an einer anderen Stelle mal. Aber auch dort, das sieht man vielleicht in diesem kleinen Schaubild schon, auch das ist ein iterativer Prozess, wo man verschiedene Phasen durchwandert, um zum Beispiel neue Produkte für eine Herausforderung zu entwickeln. Und auch dort springt man immer von diesen Kreisen so hin und her. Und wenn man in einem Kreis merkt, bei einer Ideeentwicklung, ah, nee, das passt noch nicht so ganz, dann geht man halt einfach wieder zurück. Auch da taucht diese Fehlerkultur und dieser iterative Prozess wieder auf, bis man irgendwie hinten am Ende angelangt ist. Aber es ist kein starrer Prozess, sondern das Hüpfen zwischen diesen Kreisen ist eben immer möglich. Damit man mit Methoden, mit solchen agilen Methoden arbeiten kann, ja, bedarf es einiger Gelingensbedingungen, so möchte ich es mal nennen. Das Ganze bedeutet Beziehungsarbeit. Also man muss in einer guten Beziehung untereinander sein. Diese extreme Transparenz und die immerwährende Kommunikation während der agilen Methoden, die ist einfach nur möglich, wenn man gute Beziehungen hat, gute Beziehungen im Team, gute Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern. Sie können sich vorstellen, eine Retrospektive, die funktioniert nur mit guten Beziehungen untereinander in der Gruppe. Das muss auch erstmal erarbeitet werden. Da kann man nicht sofort in der ersten Woche eine Gruppe mit erschlagen. Das ist tatsächlich ein Prozess. Wenn man da behutsam und langsam herangeht, dann entwickelt sich diese Beziehung. Gerade durch diese Retrospektiven, wo die Schülerinnen und Schüler auf die Metaebene gehen, was sie sonst gar nicht so intensiv aus dem Unterricht kennen. Aber nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern macht das was, auch mit den Lehrern macht das was. Es verändert sich einfach was. Ich gebe bei agilen Methoden sehr, sehr viel in Schülerhand. Ich gebe ihnen ein ganz festes Rahmenwerk wie Kanban oder Scrum vor, innerhalb dessen sie sich
sehr frei bewegen können. Bei einem Projekt gebe ich den Schülerinnen und Schülern in den Gruppen unterschiedliche Rückmeldungen und ich differenziere auch. Wenn ich merke, eine Gruppe ist viel weiter als die andere, dann kann ich möglicherweise dort differenzieren und denen größere Herausforderungen bei der Sprint-Review, wie ich es eben sagte, geben und sagen, ihr könnt nochmal das machen und macht das auch verbindlich für diese Gruppe. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich in solchen Projekten arbeite, ich weiß nicht so genau, was kommt. Ich habe keinen festen Rahmen wie eine Unterrichtssynopse, wo ich genau weiß, in Minute 3 mache ich das, in Minute 8 mache ich das. Viele von uns als Lehrerinnen und Lehrern haben das gelernt, so zu arbeiten. Das funktioniert mit agilen Methoden nicht mehr. Ich agiere wirklich aus dem Hier und Jetzt raus. Ich gucke, was passiert bei den Schülerinnen und Schülern in dieser Projektarbeit. Auch eine Retrospektive ist manchmal eine Herausforderung. Und ich gehe nicht immer mit so einem ganz festen Plan, wo ich genau weiß, in den nächsten 45 Minuten oder 90 Minuten kommt jetzt das und das dabei heraus, sondern die Schülerinnen und Schüler haben ihren Prozess wirklich sehr, sehr stark selber in der Hand und arbeiten da sehr, sehr selbstgesteuert. Da muss ich loslassen können und mit diesen Unsicherheiten muss ich umgehen können. Das gelingt manchem gut und manchem nicht so gut und das ist deswegen nicht besser und schlechter. Da muss man einfach für sich gucken, ob das zu mir passt. Wenn das passt, dann kann sich was kann sich was ändern. Dann ändert sich was bei mir, mit der Haltung, mit der Fehlerkultur ändert sich was bei den Schülern. Die gehen offener mit ihren Fehlern um, die zeigen immer wieder. Die haben keine Sorge, bewertet zu werden bei allem, was sie zeigen. Und insgesamt verändert sich dann tatsächlich insgesamt die Haltung aller. Und es ist ja ein anderes Miteinander, als es vorher war, weil sich viel mehr alle als vorher auf Augenhöhe begegnen. Und wenn das so ist, dann verändert sich irgendwann immer mehr, so habe ich es zumindest erfahren dürfen. Wenn man vielleicht in einer Klasse anfängt, mit der das macht, dann verändert sich was in einer Klasse, dann verändert sich was in einem Team, dann verändert sich das was bei den Kolleginnen und Kollegen, wie wir miteinander arbeiten. Und ja, irgendwie trägt sich sowas wie so eine kleine Graswurzelinitiative dann auf immer mehr Bereiche und ja, kann dann auch sicherlich zu einer Entwicklung einer ganzen Schule beitragen. Und dazu kann ich nur ermutigen, da kleine Schritte zu gehen. Das dauert sicherlich lange, das geht nicht von heute auf morgen. Mich persönlich hat es bereichert und viele andere auch. Es gefällt nicht jedem, da muss jeder für sich gucken, kann ich mit solchen Methoden arbeiten oder nicht? Und wer sagt, ich muss vielleicht nicht eine ganze Methode nehmen, der kann aber mit kleinen Elementen möglicherweise arbeiten. Es kamen hier gerade eben ein paar Fragen im Chat, zum Beispiel eine ganz kurze Frage zu den Schaubildern. Das ist alles PowerPoint-Präsentation, also ganz, ganz simpel. Dann kam noch eine Frage zu dem gehe schon mal eine Folie weiter, zum Miro-Board. Das kann man nicht auf Deutsch umstellen. Tatsächlich habe ich aber die Erfahrung gemacht, ist das ganz, ganz niederschwellig benutzbar und die englischen Begriffe stören eigentlich wenig, auch für Schüler, die im Englischen nicht gut sind, ist das wirklich ganz leicht nutzbar. Da muss man einfach mal auf die Icons gehen, die sind oft selbst erklärbar. Das funktioniert tatsächlich wunderbar. Und dann ist noch eine Frage, wie komplex die Aufgaben sind. Da muss eigentlich jeder selber so gucken. Es muss eine produktbezogene Aufgabe sein. Das heißt, eine Aufgabe, wo die Schülerinnen und Schüler hinterher wirklich etwas erstellen müssen. Aber Lernprodukte, da sind Sie alle als Lehrerinnen und Lehrer Profis. Ich habe gerade immer was von einem Erklärfilm gemacht. Sie haben eben ein kleines Flugzeug gesehen, was gebaut werden musste. Im kaufmännischen Bereich, das kann auch mal ein Leitfaden bei uns für ein Kundengespräch sein. Also ich glaube, ja, die Produkte, das ist so unterschiedlich nach Fächern und auch nach Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist aber tatsächlich, dass es ein Produkt ist. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Das können aber digitale Produkte sein, das können haptische Produkte sein. Ich glaube, das ist nach Schulform ganz unterschiedlich gut möglich. Und wenn wir jetzt mal so zurückgucken,
ich jetzt an den Anfang gehe, da haben wir uns hier Gelingensbedingungen angeguckt. Hiermit habe ich ja ganz viel in den Raum geworfen und das einfach nur mal so als Inspiration. Wer sagt, ich möchte mich vielleicht mit diesem Thema auch mal weiter beschäftigen, da habe ich ganz viele Sachen nicht gesagt. Ja, mehr als Inspiration. Und auch da, ich komme vom Berufskolleg, mir hat es tatsächlich geholfen, so etwas in der Unternehmenswelt zu erleben und zu sehen, wie wird da gearbeitet. Und da möchte ich vielleicht nochmal sagen, bevor ich hier die so zurückgehe, sieht man nochmal Retrospektive, Daily Stand-up. Und dann sind wir schon beim Anfang bei den Kompetenzen. Und ja, es ist tatsächlich so, dass mit diesem Einführen kleiner agilen Methoden diese Kompetenzen wirklich immer mehr gelernt werden. Und ich hatte Ihnen zu Anfang Ja, ich bin auf einem Tab leider rausgeworfen worden. Ich glaube, ich war selber schuld mit einem Klick. Und dann hatte ich wie alle anderen auch plötzlich einen Doppelton. Ich weiß nicht, woher es kam. Tut mir leid. Gar kein Problem. Jetzt sind Sie wieder da und dann kann ich noch ein paar Fragen weitergeben. Sehr gerne. Ich hätte die Frage, ob dieses Kanban- und Scrum-System eher für generell Gruppenarbeiten gut ist oder auch komplett ganz normal in den Unterricht integriert werden kann? Ja, also wie ich eben gesagt habe, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also ich finde es fantastisch für eine Gruppenarbeit, weil die Schülerinnen und Schüler einfach so ein Tool an Selbstorganisation lernen, diese Transparenz wirklich so eine große Rolle spielt und auch keiner sich in so einem kleinen Haus verstecken kann und nichts machen kann. Aber also ich würde sagen, das ist in allen Bereichen einsetzbar. Sie haben das eben gesehen in der Unterrichtsvorbereitung mit Kollegen für die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Ich glaube, denen sind gar keine Grenzen gesetzt. Ich würde da nicht sagen, das ist für eins oder das andere besser geeignet. Da findet sicherlich jeder so sein Ding, wie er damit arbeiten kann. Aber dadurch, dass es so niederschwellig und so leicht zu verstehen ist, funktioniert es eigentlich bei jedem in allen Lebenslagen, würde ich sagen. Bis hin zu, ich habe auch Familien kennengelernt, die das im privaten Bereich für ihre Familie anwenden. Und dann steht da auch mal drauf, mit dem Hund rausgehen. Jetzt muss ich ganz laienhaft und doof fragen. Das Kanban-System ist im Prinzip eine To-Do-Liste mit einem Zwischenschritt, wo steht, was ich jetzt gerade mache, oder? Ja, das ist tatsächlich so, wenn man nur das Kanban-Board so isoliert sieht. Ne? Aber wenn man dann natürlich so ein Daily Stand-up dazu nimmt, dann ist es ja schon dieser erste Prozess, immer wieder zu überprüfen, was ist gerade wichtig und unwichtig. To-Do-Listen werden ja oft von oben nach unten abgearbeitet, auch in einer zeitlichen Reihenfolge. Und das durchbreche ich natürlich hier schon, dass ich morgens oder wann auch immer auch die Schülerinnen und Schüler bei diesem Daily Stand-up gucke, was nehme ich jetzt von den Zetteln? Und ich nehme nicht in einer Reihenfolge, die ich irgendwann mal genau festgelegt habe. Und da kommt, und das mag manchmal etwas gekünstelt wirken, aber es ist so dieser erste Schritt in diese Agilität, immer wieder in den Prozess hineinzugehen und zu gucken, was mache ich als nächstes, ohne dass ich vorher geplant habe für eine ganze Woche, so wie ich das erzählte, wo in einem großen Kontext eben nicht für ein Jahr geplant wird, sondern immer mal wieder nach 2 Wochen geguckt wird, sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist eine Nuance, aber sie macht schon einen feinen Unterschied aus. Daran anschließend, dann gab es die Frage, ob es da dann auch in diesen To-Dos, die man hat, Nah- und Fernziele definiert werden oder die zeitlich terminiert sind generell, diese To-Dos, die man hat? Wenn wir jetzt mal in den Scrum-Prozess gehen, dann hängt über dem Kanban-Board immer ein großes Ziel von diesem Projekt, was erreicht werden soll. Aber also ich würde sagen, da gibt es gar nicht etwas mit richtig und falsch machen. Wenn man sagt, mir helfen Nah- und Fernziele, dann nehme ich die einfach mit drauf. Also da würde ich nicht sagen, da gibt es irgendwie etwas, was genau so gemacht werden muss. Da hätte ich eigentlich gar keine Antwort, sondern einfach machen, wenn man möchte, ja. Das ist immer die beste Sache, einfach anfangen. Dann gab es ganz am Anfang nochmal die Frage, welche Software das war. Ich glaube, die wurde auch schon im Chat genannt. Vielleicht wenn jetzt irgendwie andere Software oder so, ich glaube, Alternative war auch angefragt, zu dem habe ich nicht mehr im Kopf, wie es hieß, die Software. Ja, da,
Ja, ich hatte einmal, also mein, was die Präsentation beging, das ist eine PowerPoint-Präsentation, da wurde ich gerade noch nachgefragt, ne? Aber bei den beiden Tools, also es gibt ja viele Möglichkeiten. Das ist etwas, was ich jetzt benutzt habe. Ich freue mich einfach, wenn man aus so einer Sache hier rausgeht und sagt, ich habe vielleicht auch zwei neue Tools kennengelernt. Das war einmal das CryptPad und ich schreibe das einfach auch nochmal in den Chat und einmal dieses Web-Whiteboard. Aber es gibt auch andere Kanban-Boards von anderen Anbietern. Da kann man einfach mal googeln und da muss jeder gucken, was ihm gefällt. Da gibt es ganz viele Anbieter. Ich habe jetzt die beiden rausgesucht, die eben für den Unterricht auch aufgrund der Datensicherheit gut einsetzbar sind. Sehr schön. Wir schreiben die dann einfach noch in Z oder Sie geben die weiter. Und vielleicht jetzt für alle Zuschauer auch, wir versuchen bestmöglichst alle Links, die jetzt abseits von den Folien genannt werden, auch in meinem Chat zu veröffentlichen. Und dann im Nachgang veröffentlichen wir alle Vorträge, alle Folien auf unserem Betzold-Blog. Und da machen wir dann in der Regel auch nochmal eine Linksammlung mit interessanten, weiterführenden Links. Ja, es ist schade, dass wir keine Zeit mehr für das Design Thinking hatten. Das hätte mich tatsächlich am meisten interessiert. Weil ich das einen sehr spannenden Ansatz finde, wie man Themen angeht und lehrt. Aber dann haben wir ja im Prinzip schon ein Thema für den nächsten Bildungskongress. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Ich habe eine übersehen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag, ein schönes Restwochenende. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Viele Grüße. Tschüss.